das wunderbare Dorfgebiet, in dieses einzigartige Naturschwimmbad. Wenn Sie sonst wo die Seychellen, Malediven oder Kanaren ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie locker brauchen, um die nächste Insel zu finden. Während Sie hier direkt an der Verkehrsinsel rauskommen, was natürlich bedeutet, dass die ja auch die Outlet-Center viel näher an Bayern heranbringt, weil es ja klar ist, dass an so einer Verkehrsinsel die Dinge zusammenlaufen und deshalb eine runde Sache sind, geradezu Leuchttürme inmitten dieses bayerisch-schwäbischen Sumpfgebietes, und deshalb taufe ich diese Region, auch wenn gerade keine Hochwasserlage vorherrscht, hiermit auf den Namen Schwablantis. Nicht ohne zu betonen, dass Schwablantis natürlich bayerisch bleibt, in einem versenkten Europa. Oder, um es ganz einfach mit den Worten meines Englischlehrers Oettinger zu sagen, let's make Schwablantis great again.